Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Und als ich auf das Schiff zurückgekommen bin, hat mich gleich Bones angequasselt. Er hat ein neues Seeungeheuer wohl entdeckt. Ich habe aber nicht mehr schnell genug auf die Taste gedrückt. Aber das werden wir wohl demnächst sehen. Aber ich rede erstmal wieder mit meiner Crew, weil das macht so viel Spaß. Die Sache spitzt sich langsam zu. Hast du noch die Kraft, weiterzumachen? Mir bleibt ja keine Wahl. Aber noch geht es. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Na klar doch. Holzkopf! Na, du Schreihals? Und wie war dein Tag so? Holly lieb! Na dann. Pollys Papa in Höhle! Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf! Wenn du das sagst. Holzkopf! Hey! Ich dachte, wir kriegen jetzt eine Quest oder so. Ach, Bones. Was? Ach, du schon wieder? Ja. Was ist los? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Glücklich, sagst du? Glück gibt es nicht in Tagen wie diesen. Meine Seele wird nie wieder die Ruhe und Geborgenheit einer Familie finden. Sie ist mir genommen worden. Die Schergen haben sie verschleppt. Oh, das wusste ich nicht. Schon gut. Das macht mich nur noch stärker, glaub mir. Ich habe geschworen, dass ich erst wieder Ruhe geben werde, wenn der letzte Scherge tot vor mir am Boden liegt. Und diesen Schwur werde ich erfüllen. Alles klar. Dann ist ja gut. So, und? Ja, siehst du was? Also ich nicht. Wie sieht's aus? Ganz gut. Allerdings habe ich schon länger so ein ungutes Gefühl. Was stimmt denn nicht? Kann ich noch nicht sagen. Ich muss es noch weiter beobachten. Mach das. Das Lustige ist, hätten wir uns nicht den Dämonengang angeschlossen, hätte er das, glaube ich, auch nicht gemacht, ne? Hier. So, wir tauschen mal ein bisschen. So, jetzt habe ich nichts mehr. Okay. Sadek hat aber schon wieder was für uns. Hey, Captain, du musst die... Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, nichts für... Der gibt mir immer so tolle Tränke, die brauche ich alle irgendwie überhaupt nicht. Was ist denn hier eigentlich? Cool, wir können auch unter Deck. Glaubst du, dass dir die Menschen dein Opfer auch danken werden? Wenn wir scheitern, dann wird es niemanden geben, der sich diese Frage stellen wird. Schon, aber du musst dich doch fragen, was für dich am Ende dabei herausspringt. Ruhm, Ehre, Gold vielleicht? Mir würde schon reichen, wieder gut schlafen zu können. Ja, die einfachen Dinge gewinnen an Bedeutung in Tagen wie diesen, nicht wahr? So, Leiter benutzen. Mal gucken. Kommen wir mal hier ein bisschen... Oh, hier ist Krog. Oh, hier ist noch ein... Rum. Läuft. Und ein Goldsack. Ist ja eher, das ist ja mein Schiff, also von daher. Verdammt, ich wollte noch gar nicht hoch. Geh nochmal runter. Muss doch gucken, ob hier noch mehr ist. Können wir nicht so eine Kanone einfach mitnehmen? Ich meine, die macht bestimmt gut Bums. Komm, hier ist noch ein bisschen Grog. Und rum. Da ist noch ein bisschen rum. Moment, da ist noch Gold. Und ein Goldsack auch noch. Alter, wir werden hier reich. Auf unserem eigenen Schiff werden wir reich. Da flipp ich aus. So, was haben wir hier? Gold. Wer hat denn hier bitte Gold hingelegt? Was soll denn das für ein Scheiß? Also echt nur. Warum ist denn hier kein Bett? Eine Räucherschale? Das kann ich nicht. Oh, Runenbank. Ich bin kein Goldschmied. Warum bist du keiner? Ich bin kein Alchemist. Weil du kannst ja nix, weißt du? Ich bin nicht dies, ich bin nicht das, ich bin nicht jenes. Warum hast du das alles hier rumstehen, wenn du nichts davon kannst? So. Dann wollen wir mal wieder auf große Reise gehen. Oh, Moment. Beziehungsweise ich kann hier nochmal kurz gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Ich glaube es zwar fast nicht und es ist auch nicht so. Ich könnte nochmal schlafen gehen. Naja. Brauchen wir nicht. So. Dann werden wir uns jetzt nämlich wieder auf große Fahrt nach Taranis machen. Und wir werden auf jeden Fall hier noch die Nebelinsel mal besuchen. Da waren wir nämlich noch überhaupt nicht. Aber erstmal, Kila ist fertig, ne? Kila ist fertig, genau. Also kommt jetzt Taranis und Kanador. Das sind die einzigen, wo ich noch hin muss. Gut, hier ist auch nichts. Da waren wir. Hier waren wir auch. Da war das mit dem Inquisitor, genau. So, wir gehen jetzt nach Taranis. Wir werden bestimmt eh angegriffen von einem Seeungeheuer oder so.
könnte, dann kann ich euch das endlich mal zeigen, wie aufregend das ist. So. Das Seeungeheuer. Das Geile ist nämlich, das ist voll... ich weiß auch nicht. Also das hätten sie sich eigentlich echt sparen können. Ich weiß nicht, warum sie das unbedingt reinmachen wollten. Jetzt taucht es natürlich unter. Aber es ist auch gar nicht mal so einfach zu treffen. Ich kann zwar auch mit den Seitenkanonen schießen, aber naja. Und man sieht das Vieh immer sehr, sehr schlecht. Und es ist immer so scheiße weit weg. Und ich kann, also effektiv kann ich echt nur mit der da... Alter, willst du mich verarschen? Jetzt können die auch nur mit Säure spucken oder was? Nee, das finde ich aber nicht gut. Alter, dreh dich. Wie nicht getroffen? Hä? Alter. Ernsthaft? Alter. Jawohl, Alter, das hat aber gut Bums gemacht, ja. Merk dir das mal, du Drecksfee. Also ich muss sagen, in Assassin's Creed sind die besser gemacht. Wo ist das Ding? Ah. Da haben wir's. Scheiße, das ist daneben. Da drüben. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, stell dir vor. Boah, voll erwischt. What? Nicht getroffen. Am Arsch. Hä? Ich kann ja machen, was ich will, das trifft mich ja sowieso. Drecksding. Jetzt kann es mich nicht treffen. Rücken zu mir gedreht. Das wäre ein bisschen unwahrscheinlich. Es ist auch total schwer überhaupt zu zielen mit der, Kanone hier, weil man kann die Entfernung überhaupt nicht einschätzen. Aber das ist hier echt alles nur... Ist das Ding wieder weg? Scheiße. Grad war eigentlich ganz cool. Schön von der Seite getroffen. So, wo ist es denn? Ha. Bin ich jetzt blöd? Ich sehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Da. Ist daneben? Der war ein direkter Treffer. So. Scheiße. Das Schiff ist gleich kaputt. Ist aber uncool. Okay, ich glaube, wir werden sterben. Ich muss das wahrscheinlich nochmal neu laden. Alter. Man trifft halt auch einfach so scheiße. Ja? So, daneben. Nur getroffen. Der nicht. Naja, das Schiff ist down. Haben wir schon geschossen? Ich habe da nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber anscheinend schon. Ich habe verfehlt, natürlich. Natürlich habe ich verfehlt. Wäre uns auch total langweilig, wenn ich treffen würde und so. Das war auch daneben. Das war auch daneben. Jetzt taucht es wieder ab. Ich schaff's nicht. Ich kann das Schiff auch nicht heilen. Das ist halt ein bisschen doof. Einmal eine Breitseite geben, ne? Ja, bringt mir nichts, wenn es da ist. Ende. Das Ding trifft mich immer zu 100%. Da machst du nichts. Da machst du absolut nichts, ne? Ich hätte nochmal speichern sollen. Scheiße. So, wir fahren jetzt einfach los, mir egal. So, auf nach Taranis. Zack, jetzt kommt das Ding eh wieder. Also ich kann sagen, ist jetzt schon nervig.
Ist zwar erst mein zweiter Kampf gegen so ein Vieh, aber die sind total blöd. Aber getroffen. Juhu. Vor allem, ich verstehe diese Breitseiten nicht. Ich meine, ich bin daneben, treffe aber nicht. Hä? Ja, ich drehe ja schon, meine Güte. Aber guck mal, wie weit das einfach nur weg ist. Wie soll ich das denn so jemals treffen, ey? Kann ja nur hoffen, dass, ja, vielleicht. Ja, was soll ich denn da aufpassen? Der trifft mich sowieso, egal wo ich hin. Ich habe nämlich auch irgendwie das Gefühl, dass die mich verfolgen, was total bescheuert ist. Aber Alter, wo muss ich denn da hinziehen? Vor allem wieder mich auch an. Oh, da bin ich aber jetzt matrixmäßig ausgewichen, möchte ich mal behaupten, oder? Alvet? Okay, das war darüber, okay. Okay, das war auch scheiße. Das Ding war aber definitiv getroffen. Da drüben. Ja, es ist doch gerade erstmal untergegangen, wird mal geschmeidig jetzt. Okay, aber auf dem. Okay, ich sehe das jetzt, dass auf der Minimap sehe ich, wenn das Ding auftaucht. Scheiße. Boah. So bescheuert. Ernsthaft, alle daneben? Ey, was sind das für unfähige kleine Ratten, ne? Können nix. Nichts können die, nichts. Ich meine, ich fahre doch schon direkt neben dem Vieh. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, ich hätte hier gerne Anzeige, wie lange die mit dem Nachladen brauchen, weil ich muss da 3, 4, 5 Mal draufhauen, damit da was passiert. Ist doch gar nicht von hinten, ist da vorne. Oh, jawohl, genau da getroffen, wo das, naja. Was ist denn? Ja, ich weiß, du spuckst mich sowieso. Hä? Hä? Wo ist es denn jetzt hin? Da hinten. Was machst du denn da hinten, du Vieh? Ist das wieder untergetaucht? Da ist es. Das ist da überhaupt nicht bei uns. Hör auf zu lügen. Boah, man, so eine schöne Breitseite verpassen, ey. Das wär's jetzt. Weil das macht ordentlich Schaden. Geht das Ding mal voll daneben. Ja, ich passe schon auf, halt die Schnauze jetzt. Lass mich mal machen. Ich muss irgendwie versuchen, direkt daneben zu kommen. Aber das ist echt nicht einfach. Vor allem das Zielen ist hier echt schwer. Oh, fuck. Haben wir getroffen. Nee, bleib noch ein bisschen oben. Komm schon, lass uns noch ein bisschen spielen. Scheiße. Aber das läuft jetzt ein bisschen besser. Mann, eine Breitseite. Komm schon, dann wäre das Ding down. Aber das kommt irgendwie nicht so nah ran. Kommt bestimmt hinter mir raus. Nee, neben mir. Okay. Okay. Komm schon. Schieß doch! Jetzt, weil sie jetzt schießen, jetzt, wo das Ding halb vorbeigefahren ist. Fuck. Ah, ich hab's nur gewischt, ich hab's nur erwischt, geil. Okay, einen Treffer noch, dann haben wir's, glaube ich, ne? Komm mal, Zeit, ey, meine Güte. Stirb ist nämlich gleich auch wieder kaputt. Ja, okay, das treffe ich aber niemals von hier hinten. Kannst nur probieren. Denn only das geht über Studieren. Ja, es ist auch immer hin und her, ey. Das nervt ein bisschen. Ja, das treffe ich von hier nicht. Boah, wie weit das weg ist einfach nur. Komm schon, gib mir doch mal einen Lucky Strike hier, meine Güte.
Alter, hör doch mal auf, mal die ganze Zeit hin und her zu schwimmen. Was soll denn das für ein Scheiß? Bist du jetzt im Endboss-Modus oder was? Jawoll! Bam! Tod! Lutscher. Ich weiß gar nicht, wie viel Ruhm kriege ich dafür? Ich glaube, so viel war es gar nicht, im Gegensatz zu manch anderen Tieren. 1000. Ach so, gut, das war auch eine richtige Quest. Ich weiß, aber wie viel geben denn die Viecher an sich? Das würde ich gerne mal wissen. Naja, egal. So, wir sind wieder auf Taranis. Wie gesagt, die Nebenquests sind mir relativ wumpe, weil ich habe keinen Bock auf diese Sammelei. Hm. Ein Hafen. Da gibt es bestimmt eine Menge zu holen. Ich gehe an Land und sehe mich mal beim Lagerhaus am Hafen um, okay? Alles klar. Na klar. Soll ich dich da abholen? Ja, bitte, mach das. Bis später dann. So, dann können wir nämlich hier auch mal gucken. Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sag ich dir Bescheid. Ja, oder töte es gleich am besten. Ich muss da nicht mitkämpfen. So, alles klar. Wo ist denn die gute Patty hin? Die müsste ja eigentlich hier irgendwo rumchillen, ne? Weil ich will mich ja eh hier gleich importen. Aber wenn Patty schon mal hier ist und versucht, jemanden irgendwie auszuquetschen, dann wollen wir doch dem erstmal nachgehen. Was soll das hier für ein gut, dass du da bist. Ich wollte sowieso gerade gehen. Und? Hast du etwas herausgefunden? Ja. Rumold, der Lagermeister, hat seine ganzen Ersparnisse in einer verschlossenen Kiste in seinem Lagerhaus versteckt. Ach was. Ja. Und ich habe ihm den Schlüssel zur Kiste geklaut. Seinen Schlüssel? Psst, nicht so laut. Hier, nimm ihn. Okay. Aber wie kommen wir an die Kiste heran? Keine Ahnung. Das ist deine Aufgabe. Ich habe da schon so eine Idee. Wir gehen nämlich einfach bis nachts schlafen und dann, ja, läuft. Aber erstmal müssen wir natürlich wieder träumen. Wie reden sonst lange? Ist das Mara? Heißt die überhaupt? Wie hießen die eigentlich? Ist sie Mara? Ja, ne? Ja. Oh, was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Person? Hat es etwa Person gesagt? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, einen Moment noch. Ich glaube, es ist einfach nur so, oder? Dass manche da reinkommen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das einen Sinn hat. So, bis Mitternacht schlafen, dann müssten die eigentlich alle weg sein, dann kann ich mich da reinschleichen. Ich weiß nämlich nicht, ob der Affe mit dem Schlüssel was anfangen könnte. So. Zack, zack, zack. Und dann machen wir zack. Nee, zack. Und dann wollen wir uns mal hier etwas hineinschleichen. Dann schauen wir doch mal. Dann nehmen wir alles mit. Zum Beispiel auch dieses Rohr. Und diesen Handspiegel. Und diese Schachtulle. Alles meins. Und diesen Schmiedehammer nehme ich auch mit, weil den brauche ich. Ich werde irgendwann Schmied und da brauche ich einen Schmiedehammer. Ich finde das nett von Rumold, dass er mir das alles schenkt. Geiler Typ, ey. Zucker auch noch. Mann. Das ist aber großzügig von ihm. Muss ich ja schon mal sagen, ne? Dass du wegkommst. Ich mach doch nichts. Du gehst jetzt. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich bin noch weg. Meine Güte. So, Affe. Wir probieren das mal. Warum ist denn er aufgestanden? Ha. Komisch. Ich glaube zwar nicht, dass der Affe. Da war doch was. Raus hier. Oh, die wollen den Affen töten, sind die blöd? Ich sag es nicht nochmal. Verschwinde endlich. Du hattest deine Chance. Entferne dich.
Scheiße. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber guck mal, die sind... Moment. Ach, schade. Wir reden mal kurz mit ihm hier. Kamen hier in letzter Zeit verdächtige Bücher an? Junge, es gibt nur eine Sache, die die feinen Herren da oben lieber tun, als sich den Wanst vollzuschlagen. Und das ist Lesen. Brüten Tag und Nacht über ihren Wälzern und sitzen sich den Hintern breit. Wenn du also auf der Suche nach einem Buch bist, dann ist das wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich bin scheiße. Du kannst mir bei der Büchersuche doch sicher helfen. Nur gegen Gold. Kann ja schlecht meine Arbeit hier liegen lassen. 300 Goldstücke wird dich der Spaß kosten. Sobald das Gold in meine Taschen wandert, werde ich sehen, was ich tun kann. Na gut. Hier, deine Aufwandsentschädigung für die Suche. Ist mir eine Ehre, mit dir Geschäfte zu machen. Sag mir einfach, wann ich mit der Suche beginnen soll. Hilf mir bei der Suche nach verdächtigen Büchern. Gut, aber glaube ja nicht, dass ich Wunder vollbringen kann, Junge. Werde wohl mindestens einen ganzen Tag mit der Suche beschäftigt sein. Meine Listen überprüfen sich schließlich nicht von alleine. Bist du schon fünf? Nein, du wirst... Komm, Ja, ich komm später wieder. Okay, das ist blöd. Das ist echt... Boah, warum sind die aufgewacht, ey? Scheiße. Ärgerlich. Ich probier das nochmal. Verstehe ich aber trotzdem nicht, warum der aufgewacht ist. Ich bin geschlichen die ganze Zeit. Ja, hat wahrscheinlich einen leichten Schlaf. Oder einer von hinten. Nee, aber ist egal. Vielleicht einer wach? Mach, dass du wegkommst! Mach doch gar nichts. Du gehst jetzt, oder es gibt Ärger! Scheiße, ey. Den Ärger hast du dir selbst so zu schreiben. Ich mach doch gar nichts. Scher Typ. Jetzt nicht. Ja, entferne dich. Tja, Das ist blöd. Scheiße. Ich hätte irgendwie gedacht, vielleicht kann ich von hier darüber springen, aber ich glaube, das wird nichts. Verdammt, ey. Dann durchs Fenster irgendwie, aber es scheint nicht zu gehen. Mann, das ist da ärgerlich. Wie komme ich denn an die blöde Kiste ran? Der blöde Magier, ey, wenn der nicht wäre, ne? Klaue ich mir alles, was hier liegt, ist mir auch egal. Ist ja auch ein kleiner Stapel Gold. So, da. Immerhin etwas. Tja, wie ich da rankomme an die Kiste, das weiß ich leider nicht. Weil er steht immer auf, sobald ich irgendwie... Moment. Das bringt mir aber auch nichts. Oh. Kampfbüchse erhalten, okay. Warte mal. Kann ich... Ach, das Blöde ist, ich habe zwar den Schlüssel, aber ich glaube, das Äffchen kann damit nichts anfangen, ne? Weil bei ihm steht er dann verschlossen. Das Einzige, was ich tun kann, ist den Magier hier versuchen rauszulocken irgendwie. Mach, dass du wegkommst! Du gehst jetzt, oder es gibt Ärger! Lol. Achso. Den Ärger hast du dir selbst. Boah, eigentlich warst du ja ganz niedlich. Der hat mein Äffchen getötet. Mein Äffchen! Ich werde es rächen. Eines Tages.
komm schon, diese blöde Kiste ran. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Tja, da müssen wir uns wohl gedulden bis zur nächsten Folge. Ich werde das noch schaffen, ganz ehrlich. Wir kommen da noch irgendwie ran. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch und bis zur nächsten Folge. Haut rein!